Löwe, Monatslegung Januar 2024 kristallisiert sich heute schon mit den Antworten, die du brauchst, die es bedarf. Ja, ich mache mal die Kamera ein bisschen richtiger gerade so. Okay, ältere Generation, fühlt euch ebenfalls willkommen, seid im Flow. Die Antwort auf diese Fragen werden wir Schritt für Schritt analysieren in meinen Videos, aber auch in den privaten Legungen, in den zielorientierten Therapien, die ich dir anbiete. Notfall-Express-Legung, schreib mich an von einer halben Stunde, kriegst du am gleichen Tag noch, wenn du einen Notfall hast. Ansonsten 3 Termine habe ich nur noch für Januar, für Dezember frei, okay? Wow, Löwe, nichts ist in Stein gemeißelt. Nichts ist in Stein gemeißelt heißt, gebe nichts als selbstverständlich hin im Monat Januar. Ja? Nicht negative Sachen, nichts positive Sachen. Der Schlüssel, um alles zu lösen, die Antwort, um alles zu lösen, wird das Selbstvertrauen sein. Je mehr du im Selbstvertrauen bist, je mehr du in der Selbstliebe bist, je mehr du in der Wertschätzung bist, aber auch in dem Erkennen, dass auch du manchmal ziemlich oft dicht machst, dass auch du manchmal ziemlich oft deine eigene Baustelle ist oder bist, ja, werden sich im Monat Januar kristallisieren. Also gebe nichts als selbstverständlich hin. Nicht immer wird ein Mensch in deinem Leben bleiben. Nicht immer wirst du in dieser Arbeitssituation bleiben. Nicht immer wirst du in diesem Wohlfühlambiente oder auch in dieser Traurigkeit bleiben, wie sich das gerade vielleicht aufzeigen kann. Das Leben ist eine konstante Bewegung, ein konstantes Rad, ja, wo wir immer wieder vor Herausforderungen gestellt werden oder vor Erkenntnissen. Und Januar heißt es, es ist nichts in Stein gemeißelt, es kommt viel Bewegung in dein Leben rein, vor allen Dingen zu deinem Gunsten. Wir haben einen Widder, einen Schützen, einen Löwen, das ist deine eigene Energie, egal ob du Mann oder Frau bist, aber auch in einer Person umgesetzt, ja, von jemand außen, wo unser Löwe ab und zu noch in Nostalgie ist. Unser Löwe versucht noch, seine Handlungen zu erklären, weil ich war ja schon immer so, ich habe das ja schon immer so gemacht, ja, aber dieser Mensch hat sich schon immer so zu mir verhalten. Also du willst immer noch mal aus der Vergangenheit eine Erklärung haben und auch dir selber die Antwort geben. Und hier heißt das im Januar, Schütze, Widder und Löwe, deine Hauptenergie heißt, bodenständig zu sein, aus deinem Potenzial, ja, das Beste herauszuholen, aber auch aus den Fehlern der Vergangenheit nicht nur zu lernen, sondern auch die Klarheit zu sehen. Es gibt ein paar Schwangerschaften, die vielleicht Komplikationen aufweisen können. Okay, kann sein. Aber es geht vor allen Dingen darum, wieder ins Leben zurückzukommen oder weiter im Leben zu bleiben. Auf der emotionalen Ebene Krebs, Fische, Skorpione, die dich begleiten könnten. Aber auf der anderen Seite haben wir einen Löwen, der in der Gefühlsebene, in der Liebesebene, sofern du die Sachen als nicht verständlich siehst, ein Angebot bekommst, ja, jemand möchte wieder dir ein Angebot machen in der Liebe, du wirst wieder bereit sein für die Liebe, du verzeihst den Menschen, die dir was angetan haben, auch sexuellen Missbrauch, körperliche, emotionale Verletzungen, ja, und öffnest dich wieder der Liebe. Jemand, der bereits in deinem Leben ist, ja, ein Partner, eine Partnerin, ein sehr guter Freund, jemand, der wirklich viele Gefühle für dich hat, zeigt dir im Monat Januar, dass er auch weiterhin in deinem Leben bleiben möchte oder sie in deinem Leben bleiben möchte. Du wirst eine Reife an den Tag legen, eine wunderschöne, ja, Reife, die sich gewaschen hat. Du wirst immer noch mal nachdenken, ja, aber das Wichtigste ist, egal was kommt, gebe nicht die Sachen als selbstverständlich hin, sondern der 50-prozentige Anteil, dass dein Leben geil wird, ja, liegt an dir, dass das Vertrauen funktioniert, liegt auch an dir, dass die Sachen sich geben, es liegt an dir 50% und der andere 50-prozentige Anteil in der Außenwelt, lass es sich aufzeigen, dann wirst du sehen, wie die Sachen sich rekristallisieren. Ja, wir haben einen sehr emotionalen, aber auch einen sehr bodenständigen Löwen, der sich entwickeln wird oder zeigen wird. In der Gefühlsebene ist ein totaler Erfolg. In den Finanzen werden Verbesserungen reinkommen, durch Hilfe, durch Spenden, durch Nachzahlungen, durch Aufnahme von Arbeiten wieder. Also finanziell wird nicht das Thema sein, sondern Stabilität, Verständnis, Klarheit, Bereitschaft, Motivation. Und hier haben wir schon die Mutter, hier haben wir die Spiritualität, hier haben wir die Versöhnung, hier haben wir vor allen Dingen den Genuss, die Fähigkeiten, auch alleine zu sein. Nimm dir den Rückzug, den du brauchst, höre auf deine Intuition, ja, höre auch auf vielleicht einen Ratschlag von deiner Mutter, wenn du möchtest, ja. Wir werden einen sehr intelligenten, willensbereiten, disziplinierten Löwen sehen, erfolgreichen Löwen sehen, der eine neue Lebensenergie bekommt, immer und dann, wenn Löwe nicht alles als selbstverständlich hinnimmt, sondern erkennt, dass ein Entwicklungsprozess notwendig ist, um alles zu meistern. Und hier haben wir den Neubeginn, Erfolg auf allen Ebenen durch den Entschluss, den unser Löwe haben wird. Und bitte auch die geistige Welt,
dich mit allen Menschen und mit dir selber in Gelassenheit und inneren Frieden zu bringen, damit sich die Situation in deinem Leben wundervoll kreieren und gestalten lassen können. Löwe, von mir aus alles erdenkliche Liebe. Ja, liken, teilen, abonnieren, kommentieren, alles ist erlaubt. Denk dran, Notfall-Express, am gleichen Tag noch halbe Stunde bekommst du von mir. Okay, ansonsten habe ich nur noch 3 Termine. Also die Antworten werden kommen, die kriegst du alle bei mir, auf welche Art und Weise. Beginne einen neuen Lebensabschnitt, traue dich wirklich, den Erfolgskurs weiter zu haben oder einen Erfolgskurs anzuleiten. Alles Liebe, Löwe, und wir hören uns bis dahin. Bye.